Moin ihr Lieben, herzlich willkommen im Kitchen Club. Und ja, nächsten Sonntag ist tatsächlich schon der erste Advent und ich sag nur, there's no place like home for the holiday. Es wird Weihnachten so langsam und das heißt, so langsam können wir uns auch so ein bisschen weihnachtliche Rezepte gönnen. Und ich habe mir überlegt, wir machen heute ein gefülltes Schweinefilet mit einem schönen Spitzkohlgemüse, alles in einer Pfanne, easy, so dass ihr das gut zu Hause nachmachen könnt. Und jetzt geht's los. Ja, gefülltes Schweinefilet, selbstverständlich könnt ihr auch beispielsweise ein Kalbsfilet oder ein Rinderfilet oder auch ein Hühnchen dafür nehmen. Backpflaumen ausgesucht, Walnüsse und die schneiden wir jetzt klein. Das ist meine Füllung. Müsst ihr auch gar nicht so klein schneiden, denn ich finde es ganz schön, wenn die etwas grober geschnitten sind. Die Backpflaumen kleben schön, das heißt die Füllung hält natürlich gut. Und um jetzt noch ein bisschen Konsistenz reinzubringen, die Walnüsse. Auch die bitte einfach nur grob klein schneiden und dann soll das Ganze auch schon reichen. Jetzt gehen wir ans Filet. Ist da eher das Freilandschwein das Richtige? Hier haben wir ein bisschen Sehnen, die wir wegnehmen. Einfach ein bisschen parieren. Ja, und jetzt kommt der Clou. Wir schneiden hier vorne eine Tasche rein. Ja, deshalb so ein schönes dünnes Messer ist optimal. Einfach hier schön reinschneiden und dann entweder mit dem Finger oder einem Wetzstahl oder hier beispielsweise so etwas das Ganze zu einer Öffnung herstellen. Und dann können wir anfangen zu stopfen. Ja? Schön das Ganze hier vielleicht so ein bisschen mischen, Walnüsse und Pflaumen. Und dann schön hier die Pflaumen und Walnüsse abwechselnd oder gemeinsam reinfüllen. Ruhig noch mal ein bisschen hinterher stopfen. Wir wollen ja schließlich alles füllen. Ja, da könnt ihr so ein bisschen schauen, dass es die Füllung sich auch nach hinten zieht. Hier schauen noch mal, dass es ein bisschen, dass es wirklich zu ist. Vielleicht noch mal so ein bisschen andrücken, dass sich die Füllung verteilt richtig schön. Und dann haben wir unser Filet gefüllt. So, dann geht es jetzt ans Anbraten. Dafür nehmen wir uns ein klassisches Sonnenblumenöl. Ich brate immer sehr gerne heiß an. Würzen bei mir immer vorher. Da scheiden sich ja die Geister, aber bei mir wird vorher gewürzt. Ein bisschen Fleur de Sel, ein bisschen Pfeffer. Und dann ist es auch Zeit einzulegen. Pfanne ist heiß, Fett qualmt leicht und dann geht das Ganze hier schön rein. Im Übrigen habe ich den Herd jetzt schon mal vorgeheizt auf 160 Grad. Auch da könnt ihr natürlich spielen. Ja? Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, mit deutlich niedriger Temperatur zu arbeiten und das Ganze langsamer zu garen. Aber wir sind ja jetzt unter uns und wir sind jetzt hier zusammen im Kitchen Club. Deshalb jetzt ein bisschen schneller das Ganze von allen Seiten anbraten. So möchte ich es gerne haben. Schön braun, schöne Röstaromen. Dann schneide ich mir beim Braten oder wenn ich mit Fleisch arbeite, immer gerne auch noch mal so ein paar Aromen von meinen Kräutern ab und gebe die hinterher so ein bisschen hier mit rein. Das, was ich mag, hier schön jetzt die Aromen drauf und dann, ihr kennt es von mir, bei mir geht es dann in den Ofen, ein Blech legen, drunter legen oder ein bisschen Backpapier, damit der Bratensaft abtropfen kann. Und dann gehen wir hier auf das Grillrost, legen es hier drauf. 160 Grad. Die Luft kann schön zirkulieren. Ja, das finde ich immer wichtig. Viele machen ja den Fehler, dass sie es in der Pfanne reinschieben. Das geht natürlich auch, aber wir haben jetzt ja hier die direkte Hitze von unten von der Pfanne. Das heißt, wir hätten dann eine ungleichmäßige Garung. Das heißt, von unten würde dann die ganze Zeit die Direkthitze kommen. Und wir wollen aber ja, dass es schön gleichmäßig angebraten ist. Deshalb Pfanne weg, aufs Gitter, was zum Abtropfen drunter, Klappe zu. Hafer tot. 8 bis 10 Minuten müsste das Stück ganz gut sein. Und dann schauen wir einfach mal weiter. Auch ein bisschen dran denken, dass wir ja noch die Füllung haben. Das heißt, der Fleischanteil ist auch ein bisschen dünner. Das heißt, gart ein bisschen schneller. Wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, Temperaturfühler, Kernthermometer. So, jetzt haben wir ja hier in der Pfanne den wunderschönen Bratensaft. Und den lassen wir da auch schön drin, denn jetzt machen wir das Gemüse. Ich möchte jetzt einfach so ein Gemüse machen, was gleichzeitig auch Soße ist. Für unser Gemüse habe ich mir einen schönen Spitzkohl besorgt. Und ihr wisst ja, dass ich ein Spitzkohl-Fan bin. Wie schneiden wir den? Einfach in Blätter. Das heißt, nicht zu fein. Bisschen bayerisch-Kraut-Style. Blätter so ein bisschen auseinander. Für die Farbe. Und weil es einfach schöner ist, noch ein bisschen Karotte schneide ich noch dazu. Einfach schöne Scheiben,
Und da wir jetzt auch hier ungefähr die gleiche Stärke haben, gebe ich es tatsächlich einfach mit zum Spitzkohl. Und ich hatte ja gesagt, Gemüse, Soße, Beilage in einem, ruhig noch eine Kartoffel dazu machen. Ja, und da auch da kann man natürlich jetzt mit Formen spielen. Ich habe mir jetzt mal so einen Perlenausstecher geholt. Ja, ihr könnt es in Würfel schneiden, wie ihr wollt, aber ich finde es immer ganz schön, wenn man verschiedene Formen hat. Das heißt, ich streiche nur so ein paar so schöne Kugeln aus. So, fürs Geschmäckle noch ein bisschen Schalotte. Die können wir in ganz klassische Würfel schneiden. Alles geschnitten. Mal ein ganz kurzer Blick zu meinem Schweinderl. Nicht mehr lange. Auch schon mal ein bisschen mit der Temperatur runtergehen. So, gehen wir ans Gemüse. Wir haben die Pfanne noch da. Fett ist auch noch drin, das ganze Fett und beziehungsweise auch der Bratensaft. Und dann starten wir gleich mit dem, was am längsten braucht. Das sind definitiv unsere Kartoffeln. Ganz bisschen mit Salz schon mal arbeiten ein bisschen. Gerne noch ein bisschen Fett dazu geben. Jetzt haben wir eine schöne Bräunung da, ja, so richtig so wie die sogenannten Risolé-Kartoffeln. So, Kartoffeln habe ich jetzt ein bisschen bräunen lassen, sind jetzt auch ein bisschen gegart. Ich habe ein bisschen gewartet, also ein bisschen Geduld ist wichtig. Jetzt können wir mit dem Rest dazugehen, das heißt Karotten und Kohl. Ist angebraten. Jetzt muss das Ganze natürlich noch schmoren, deshalb geben wir jetzt ein bisschen Brühe dazu. Schwein ist gefühlt fertig. Mache ich aus, nutze die Restwärme. Ja, hier sind ja noch Restwärme, damit das Ganze abkühlt jetzt und noch ein bisschen ruhen kann bis zum Anrichten. Lass uns das Ganze nochmal reduzieren und können aber dann jetzt auch gleich schon ein bisschen Sahne dazu geben. Schön reduzieren lassen. Schon mal leicht abschmecken zwischendurch. Ah, da geht was. Schon mal ein bisschen nachwürzen. Schöne Pfeffernote finde ich hier gut. Bisschen Muskatnuss. Eine kleine Chili-Note möchte ich noch dazu geben. Es gibt so einen leichten Kick, das mag ich ganz gern. So, und das Ganze dampft hier natürlich jetzt schön, während es reduziert. Und es riecht nach Kohl. Ich persönlich mag das ja. Aber es gibt auch Leute, die mögen es nicht, wenn es in der Küche hinterher riecht. Und da habe ich eine richtig schöne Sache für euch. Ihr habt es vielleicht schon entdeckt. Eine kleine Packung mit meinem Konterfei drauf. Die sogenannte Lampe Berger. Ein schönes Lämpchen, was ich zu Hause auch habe und was man anzündet, entweder mit Duft, auch ohne. Diese Lampe ist in der Lage, Gerüche zu neutralisieren. Ja? Und wenn ihr über das Neutralisieren hinaus auch noch den Raum beduften wollt, dann gibt es jetzt, vor allem jetzt in der Weihnachtszeit, nochmal ganz viele extra Düfte, auch weihnachtliche Düfte, die man auch wunderbar zum Beispiel verschenken kann. Also checkt das Ganze mal aus. Unten in der Beschreibung findet ihr einen Link, wo ihr zu mehr Informationen noch kommt zur Lampe. Und ja, auf die Gerüche. Es ist alles fertig, es ist weich geschmort, hat immer noch so ein bisschen Biss, die Karotte hier. Und zu guter Letzt geht bei mir auch immer gerne ein bisschen Schnittlauch rein. Auch das gibt natürlich einen sehr feinen Zwiebelgeschmack. Wir sind mit der Temperatur runtergegangen vom Fleisch. Und das hat natürlich auch einen sehr positiven Effekt. Nämlich der, dass sich bei den hohen Temperaturen das Fleisch zusammenzieht, der Muskel. Sehr viel Druck drauf ist durch das Garen bzw. das Runterstellen, die Temperatur wieder runterstellen, haben wir einen Effekt gehabt, dass das Fleisch jetzt ein bisschen geruht ist, was natürlich gut ist, wenn wir das gleich aufschneiden. Hier. So, schneiden hier einfach mal richtig schön mitten rein. Und jetzt muss ich sagen, schaut mal Leute, wie schön das aussieht, das sagt Johann immer. Ne? Und das, finde ich, sieht doch toll aus. Wir waren mit der Füllung nicht sparsam, das finde ich gut. Dann können wir ans Anrichten gehen von unserem Gemüse mit der Soße, so Kartoffelkugeln, unseren Sud dazu. Legen wir da so eine schöne Scheibe Schweinefilet. Und dann, finde ich, ist es höchste Zeit, jemanden einzuladen, den man sehr gern hat. Das ist mein Schweinefilet mit Backpflaumen, Walnussfüllung. Dazu ein wunderschöner Spitzkohl. Probiert es aus, schreibt mir in die Comments, was ihr denkt, was ihr euch wünscht. Vor allem zu Weihnachten. Und falls ihr noch kein Geschenk habt, denkt an die Lampe Berger und passt auf euch auf und eine schöne Adventszeit. Wir sehen uns nächsten Sonntag.